Wie man das Auge des Betrachters an die Schönheit heranführt, darüber machen sich Kuratoren, Museumsleiter, aber auch Technologieentwickler Gedanken. Man möchte Ausstellungsbesucher einzigartigen Erlebnisse bescheren und sie mit spannenden Informationen zu den Kunstwerken versorgen. In der aktuellen Schiele-Ausstellung im Belvedere-Museum Wien kann man in die Augmented Reality, also die erweiterte Realität, eintauchen und Bilder mit dem Smartphone lebendig werden lassen. Ein noch eindringlicheres Erlebnis bietet die Virtual Reality. Die Technologie, die vor allem im Computerspielebereich boomt, wird nun auch für die Kunstvermittlung eingesetzt. Das niederländische Kunstsammler-Ehepaar Georges und Ilone Krämer stellt seine Sammlung niederländischer und flämischer Meisterwerke in einem virtuellen Museum aus. Um es zu besuchen, benötigt man einzig eine VR-Brille. Stefan Schlager hat sich in klassischen und virtuellen Museen umgesehen. Willkommen. Mein Name ist George Krämer. Ich möchte Sie im Krämer Museum begrüßen, das erste Virtual Reality Museum der Welt. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehr als 70 Arbeiten von niederländischen und flämischen Meistern aus dem 17. Jahrhundert zu bewundern. So nah, als könnte man sie anfassen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit können Kunstliebhaber Meisterwerke von Rembrandt und Co. im Krämer Museum besuchen. Ohne Kordel, ohne Absperrung. Aus nächster Nähe und bei perfektem Licht lassen sich Farben und Pinselführung der alten Meister genau studieren. Mitte der 1990er hat sie die Sammelleidenschaft gepackt. Nun wollen der ehemalige Unternehmer George Krämer und seine Frau Ilone ihre Kollektion möglichst vielen Menschen zugänglich machen, als Virtual Reality Experience. Die Idee ist ganz einfach. Bring das Museum zu den Menschen. Im Moment sieht es ja so aus. Du besuchst ein Museum wie zum Beispiel das Rijksmuseum in Amsterdam. Dort stehen die Leute tagtäglich Schlange, weil das Gebäude nur eine gewisse Kapazität hat. Es können immer nur einige wenige Menschen gleichzeitig vor einem Kunstwerk stehen. Das ganze Museum in Ihrer Hand und auf Ihrem Kopf. Komm, setz es auf. So einfach ist das. Click and you're there. Für die technische Umsetzung des Krämer Museums wird auf niederländische Qualität gesetzt. Gemeinsam mit den VR-Spezialisten Miosa Media wurde jedes Bild rund 3000 Mal fotografiert, um jedes kleinste Detail sichtbar zu machen. Wie für einen echten Museumsbau wurde für das virtuelle Museum ein professioneller Architekt engagiert. Johan van Lierop, der auch für das Architekturbüro Daniel Liebeskind arbeitet, hat das futuristische Bauwerk entworfen. Ich denke, die Menschen sind heute aufgeschlossener, denn sie leben in einer hochtechnologisierten Welt. Wenn du nur 50 Jahre zurückblickst, meine Eltern würden unsere Welt nicht mehr erkennen. Wenn ich mit Leuten aus dem Museumsbereich spreche, dann merke ich, dass sie Angst haben, dass die Besucher plötzlich nicht mehr ins Museum kommen würden, wenn sie so ein Headset besitzen. Dann hätten sie ja bereits alle Bilder gesehen, das war's dann. Aber an dieses Szenario glauben wir nicht. Wenn du dir zum Beispiel einen Bericht im Fernsehen über Safaris und die Tiger in Indien oder die Löwen in Afrika ansiehst, dann sagst du ja auch nicht, erledigt, ich hab's gesehen. Nein, dann denkst du dir, das ist wunderschön, das möchte ich mit eigenen Augen sehen. Oh, this is beautiful. I want to do it myself. I want to go and see it on my own. Im Rahmen des sogenannten Mighty Masters Programms bringt die Sammlung Krämer das Krämer Museum an ausgewählte Schulen. Soft und Hardware werden zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel an einer New Yorker Mittelschule. Ein Kind war selbst noch nie in einem Museum, noch nie im Metropolitan. Und das, obwohl das Kind in New York lebt und es ganz in der Nähe ist. Mit VR lernt es so etwas nun auf eine ganz andere, neue Art und Weise kennen. Eine überwältigende Erfahrung. Die Bilder sind mit einem Klick sofort direkt vor ihm. Ich denke, das ist gut, dass Kinder das als Spiel verstehen und es ihnen Spaß macht. Dann gibt es vielleicht die Chance, dass sie solche Erfahrungen erneut machen wollen, Kunst auch ganz direkt erleben wollen. Und dann können wir Ihnen in Zukunft vielleicht noch mehr davon zeigen.
Wenn die wertvollen Bilder nicht gerade als Leihgabe in Museen hängen, werden sie von einem Kunstlogistikdienstleister in Amsterdam sicher verwahrt. Uns gewährt George Cramer einen Blick auf die Originale. Das Prunkstück ist zweifelsohne Der alte Mann mit Turban, ein Rembrandt. In Zukunft wollen die Cramers auf internationaler Ebene mit Sammlern und Museen kooperieren, um das VR-Experiment auf breitere Beine zu stellen. Vielleicht könnten Sie für uns ja einmal mit dem Kunsthistorischen Museum sprechen. Die haben eine großartige Sammlung. Das wäre doch ein schöner Anfang. Auch in Österreich wird bereits auf Virtual Reality gesetzt. Vorerst jedoch noch, um die Besucher an die VR-Headsets im echten Museum zu locken. Anlässlich des 100. Todestags von Gustav Klimt konnte man bis vor kurzem im Museum für angewandte Kunst in Wien in die VR-Experience Klimt's Magic Garden von Frederick Baker eintauchen. Ein Publikumserfolg. Augmented Reality, also die erweiterte Realität, heißt das Zauberwort im unteren Belvedere. Mittels einer App des Wiener Startups Artivive erhalten Besucher zusätzliche Informationen, ohne dabei den Blick auf das Kunstwerk zu verlieren. Wird das Smartphone oder das Tablet auf das Bild gerichtet, startet ein Video, das über das Original gelegt wird. Wir haben ganz, ganz tolle, einzigartige Forschungsergebnisse aus unserer Restaurierungsabteilung, die so vorher noch nie jemand gesehen hat. Das heißt, ich kann hier mit UV, mit Infrarot, Reflektografie Dinge zeigen, die wahrscheinlich außer dem Künstler, der es damals gemalt hat, nie wieder jemand so gesehen hat. Das heißt, ich kann das zugänglich machen. Und das kann ich natürlich durch ein Original nicht. Und Augmented Reality bietet mir eine Möglichkeit, wo ich relativ nah dran bin. Das heißt, ich interagiere mit dem Bild. Und trotzdem gibt es eine gewisse Barriere zwischen mir und dem Original. Aber jetzt keine negative Barriere, sondern ich verletze das Werk quasi nicht in seiner Originalität. Um Besucher nicht zu überfordern und die Handynutzung in der Ausstellung im Rahmen zu halten, sind nur wenige ausgewählte Bilder mittels Artivive abrufbar. Ursprünglich war Ediths Rock kariert und in bunten Farben gemalt. Offenbar auf Wunsch des Direktors musste Schiele den bunten Rock übermalen. An neuen Ideen und Technologien zur Vermittlung von Kunst mangelt es nicht. So radikal gedacht und konsequent umgesetzt wie das virtuelle Cramer Museum hat das sonst noch niemand. Technologisch steht VR gerade erst am Anfang. Ist das der Anfang vom Ende des klassischen Museumsbesuchs? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Purist. Ich denke eher nicht. Aber wer weiß. Am Ende des Tages sollte jedoch das Original siegen. Und ich glaube auch, dass das so sein wird. Denn es gibt eine gewisse Magie. Ein Werk leibhaftig erleben zu können, hat doch etwas Magisches. There is magic to seeing the thing in the flesh.